Wie waren Sie denn jetzt zufrieden mit der Trainingsleistung von Stefan Aigner diese Woche? Und ist er einer, der den Konkurrenzkampf annimmt und sich vielleicht aufdrängt? Ich bitte zu entschuldigen, aber wir werden deine Fragen nicht beantworten. Nächste Frage. Dann schließe ich gleich eine Frage dran an. Herr Pereira, die Kollegin Ellwanger hat in den letzten Wochen Geschichten über 1860 recherchiert, die dem Verein missfallen haben, und daraufhin möchte der Verein die Journalistin, die wir gerade erlebt haben, mundtot machen. Ich frage Sie direkt, wieso haben Sie Angst vor der Frau Ellwanger und vor der Bildzeitung? Herr Schneider, auch Ihre Frage, ich respektiere die, aber wir werden hier heute nur sportliche Fragen beantworten. Sie können ja Fragen beantworten, die Sie möchten, ich stelle sie trotzdem weiter. Wollen Sie sie vielleicht übersetzen? Dann kann Herr Pereira entscheiden, ob er antworten möchte oder nicht. Das ist, ich habe keine Macht hier, das ist... Der Alex wird Sie gerne übersetzen an Herrn Pereira, aber wir werden trotzdem Pereira, nicht beantworten. Would you like to answer my question in English, maybe? They are not willing to translate. Of course, we're willing to translate. Ich habe es Ihnen gerade gesagt, dass der Alex gerne übersetzt, aber wir werden hier nur Fragen zum Spiel morgen beantworten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich habe darauf kein Verständnis und ich bin sehr befremdet, wie 1860 mit den Journalisten hier in letzter Zeit umgeht, wie 1860 versucht, Fragen zu verbieten, die interessant sind. I'm sorry, Mr. Pereira, I just speak German or English and it's very important for us and I would like to translate, to have the translation, but it's not possible. Herr Schneider, auch da, ich verstehe Sie absolut, dass Sie mit der Situation im Moment nicht zufrieden sind, aber das ist auch nicht die Runde hier, das hier zu diskutieren. Insofern. Frau Zeit, es gibt leider für uns keine Möglichkeit, mit dem Verein anders in Kontakt zu treten. Das ist nicht die der Fall. Die Antworten des Vereins sind Herr leider nichtssagend und führen nicht weiter. Deshalb bin ich hier, um da eine Lösung zu finden, die ich gerne auch mit Herrn Pereira besprechen möchte. Er ist hier der ranghöchste momentan im Raum, Vertreter des Vereins. Gerne können wir das besprechen, aber nicht in diesem Rahmen bei der Pressekonferenz, Herr Schneider. Insofern Fragen zum Spiel. Ich glaube, dann macht diese Pressekonferenz auch keinen gesteigerten Sinn. Ja, Sie respektieren auch uns hier und bleiben bitte jetzt noch so lange, bis die anderen Kollegen ihre Fragen gestellt haben. Nein, ich muss leider gehen. Wir werden da nicht weiter mitmachen. Dann, wenn I'm very sorry, Mr. Pereira. It's nothing personal. I hope you understand. Es ist auch von unserer Seite nichts für mich. Das haben wir anders wahrgenommen. Herr Pereira, in den letzten Partien war er Kapitän.